Herzlich willkommen zur Session Digitale Bildung für alle Bürger und Bürgerinnen. Können Hochschulen das? Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und falls Sie Fragen haben, nutzen Sie bitte den Chat und ich übergebe dann gleich an Anja Lorenz. Hallo, ich bin Anja Lorenz von der Technischen Hochschule Lübeck und zusammen mit Ronny Röwert vom Wissenschaftszentrum Kiel wollen wir über unser bald anstehendes Projekt Digital Learning Campus reden. Und dafür bewegen wir uns aber erstmal ins Jahr 2029. Und das könnte so aussehen. Liebe Trauergemeinde, wir versammeln uns heute, um Abschied zu nehmen. Es ist ein schwerer Tag, denn wir verabschieden uns von dem Projekt, das so viele von uns mit Leidenschaft und Engagement begleitet haben. Heute, im Sommer 2029, nach 5 Jahren intensiver Arbeit, müssen wir uns von dem Digital Learning Campus verabschieden. Der DLC, wie wir ihn kurz aber liebevoll nannten, ist nicht mehr. Dabei hatte er in seinem 5-jährigen Dasein von 2024 bis 2029 unsere Hoffnung und unsere Träume getragen. Über ganz Schleswig-Holstein erstreckten sich 6 Lernorte, jeder einzelne ein Leuchtfeuer der zeitgemäßen Bildung und des digitalen Fortschritts. Wir träumten davon, Unternehmen, Start-ups, Schulen, Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Wir sahen eine Zukunft vor uns, in der Wissen und Bildung nicht länger im Elfenbeinturm verweilen, sondern hinausströmen in die Welt, um die Herzen und Köpfe der Menschen zu berühren. Diese Hoffnung trug uns durch die Jahre, beflügelte unsere Schritte und verlieh uns Kraft. Diese Hoffnung und die Träume, die wir hatten, waren unbezahlbar, der DLC nicht. Das Land hatte etwa 38 Millionen Euro in diese Vision investiert. Doch nun, nach 5 Jahren des Strebens und Hoffens, stehen wir hier und müssen anerkennen, dass unser Traum zerschellt ist. Der Digital Learning Campus, der so viele Erwartungen trug, ist gescheitert. Und so fragen wir uns, warum? Warum hat unsere Vision nicht Bestand gehabt? Warum konnte dieses Leuchtfeuer nicht weiter brennen? In diesem Moment des Abschieds erkennen wir, dass trotz aller Mühen, aller Hingaben und allem Glauben manchmal die Wege, die wir beschreiten, nicht zum erhofften Ziel führen. Aber wir sind hier, um aus diesen Schritten zu lernen und weitergehen zu gehen und neue Pfade zu finden. Lassen Sie uns gemeinsam innehalten, gedenken und die Lektionen aus dem Projekt mitnehmen, um zukünftige Visionen zu verwirklichen. Das ist eine Sache, die ich 2029 lieber nicht machen möchte. Wir starten mit diesem Projekt quasi fast heute. Also heute ist Bescheidübergabe. Ab dann kann es richtig, richtig losgehen. Wir sind natürlich in den Planungen und Überlegungen in unseren Köpfen schon sehr weit. Und als wir darüber nachgedacht haben, es ist für uns wirklich ein großes Projekt, muss ich sagen, ne? Also 38 Millionen sind jetzt wirklich nicht ohne. Und wenn man so an andere Bildungsplattformen in Deutschland denkt, dann ist das nicht selten, dass da ein bisschen was schiefgelaufen ist. Nun möchten wir nicht so auf Gräbern rumtanzen, aber ein paar haben wir gefunden, wo das vielleicht ganz klar ist, dass das nicht so gelaufen ist, wie sich das die Leute vorgestellt haben, die da sicherlich ähnlich viel Engagement reingesteckt haben. Und da ist mir als erstes Beispiel eingefallen Ella. Ella ist die Schulplattform für Baden-Württemberg, der dann schließlich sogar vom Rechnungshof gerügt worden ist, weil sowohl die Plattform als auch das Nachfolgeprojekt, was dann über Microsoft-Programme laufen sollte, vor dem Ausstand. Ich weiß jetzt nicht, wo es aktuell angekommen ist in der Thematik. Ich glaube, in Baden-Württemberg darf man nicht so viel drüber reden. Oder aber auch, wenn wir in die Hochschulwelt gucken, es gab 2012 bis 2016 mal die Plattform Iversity als MOOC-Plattform. Die Plattform Iversity gibt es immer noch. Aber diese Träume von offener Bildung für alle, das kleine Mädchen, was aus einem Arbeiterviertel sich hochgekämpft hat in die High Society der Informatik-Studiengänge, das hat sich nicht erfüllt. Da sind jetzt die Konzentrationen auf Unternehmensweiterbildung gelandet. Da gab es ja 2013 eine große Ausschreibung, das MOOC Production Fellowship. Wir haben gedacht, das ist dann quasi die MOOC-Plattform für Deutschland. Das ist leider nicht so vonstatten gegangen. Und wenn man sich das mal anschaut, Christian Füller hat das gemacht, dann wird in Deutschland relativ viel in Digitalisierung und Bildung gesteckt. Also er hat 1,5 Milliarden zusammengezählt, davon 630 für die nationale Bildungsplattform und noch ein paar andere Projekte in den einzelnen Ländern. Da wird schon relativ viel investiert. Also am Geld liegt es zumindest in erster Instanz erstmal nicht. So, was haben wir vor mit dem DLC? Wir möchten mit dem DLC die Gesellschaft erreichen. Und auch wenn wir da mal schauen, wie das bisher gelungen ist, können wir ja mal ein kleines Quiz machen.
Und zwar würde ich einfach mal sagen, mal kurz in den Chat reinschreiben, wenn wir die Altersgruppe der 16- bis 69-Jährigen anschauen. Wie viele davon nehmen formale Bildungsangebote von Hochschulen wahr? Ne, da stehen so alle Studierenden dabei damit dazu oder ja, Leute, die sich weiter wissenschaftlich weiterbilden. Einfach gerne mal kurz eine Zahl in den Chat schreiben, wie viel Prozent das sein könnten. 35% kommen hier, 30%, wer hat mehr, wer hat weniger, 10, 23, ach, das sieht doch alles ganz gut aus. Das meiste davon ist zweistellig. Ich habe eine Statistikerin, die sagt 2%. Oh, Frau Rohloff hat es gut geraten. Genau, es sind 2%. Aber Hochschulen machen natürlich auch viel im nonformalen Bereich. Es gibt Podcasts, es gibt Science Slams, es gibt MOOCs. Wie viel könnten das denn sein? Gerne nochmal raten. 30, 11... 11, 10, 2, 11, 3, 3, 1, halbes. Ja, es ist natürlich alles schon ein bisschen demotivierter, 22, 10. Es sind 3%. So. Also wenn wir überlegen, wie viele Leute aus dem Bereich der 16- bis 69-Jährigen werden denn von Hochschulangeboten erreicht, dann haben wir maximal 5%. Und das 5% nur, wenn wir unterstellen, dass das zwei unterschiedliche Gruppen sind und niemand in zwei gleichzeitig drin ist. Genau, wie viel sind denn maximal 5%? Wenn wir die Alterskohorte anschauen, dann sind das 50,9 Millionen, 5% davon sind 2,8 Millionen. Was wäre so ein guter Vergleichswert? Ein durchschnittlicher Tatort hat 7,9 Millionen Einschaltquote. Die wird ab 3 Jahren gezielt, aber ich muss jetzt mal so sagen, ich glaube, die Menge an Leuten zwischen 3 und 16, die jetzt den Tatort gucken, das ist bestimmt nur die Hälfte und dann sind es ja trotzdem mehr, als wir gerade ausgerechnet haben. Gut. Aber vielleicht erreichen wir wenigstens mit den Sachen die breite Bevölkerung. Könnte man gucken. Podcasts werden zu 87% von Leuten mit mindestens Fachabitur gehört. Oder die Ringvorlesungen an Hochschulen, da nehmen 73% teil, die schon einen Hochschulabschluss haben. Also, ich sag mal so, wenn Hochschulen sich öffnen, haben sie bisher vor allem Akademikerinnen erreicht. Manchmal ja noch nicht mal die. Von daher haben wir sehr, sehr großen Respekt, dass wir es trotzdem nochmal versuchen wollen. Und das wollen wir mit dem DLC gerne machen, Ronny. Genau, wir geben die Hoffnung nicht auf. Und Anja hat jetzt quasi das Gedankenspiel mit euch gemacht, dass wir im Jahr 2029 zurückblicken und wie auf andere Bildungsprojekte, die stark auf Plattformen setzen, auch quasi traurig zurückblicken. Wir waren bemüht, aber wir haben es nicht geschafft. Aber dieses Mal wollen wir quasi aus dem Blick in die Zukunft, es geht ja hier um Tales of Tomorrow, also wenn wir aus der Zukunft mal auf heute blicken, wollen wir daraus lernen. Wir wollen daraus lernen und vielleicht auch selbstkritisch realistisch daraus lernen, was Hochschulen bisher versucht haben, um die Gesellschaft zu erreichen. Auch wenn das natürlich ein dickes Brett ist, die Gesellschaft zu erreichen. Wir wollen es trotzdem wagen und haben uns mal dafür auseinandergesetzt damit, was könnten denn Gründe sein, quasi, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, was sind denn quasi Sterbensgründe, womöglich im Jahr 2029 und die möchten wir angehen. Dafür müssen wir erstmal dieses Fallbeispiel hier verstehen für dieses, wie Anja gesagt hat, genau jetzt startende Projekt, den Digital Learning Campus. Wir kommen von der Denke her in Schleswig-Holstein. Es ist ein landesweites Projekt, das Future Skills an vielen Hochschulen ja pilotiert werden. Das heißt, überfachliche Qualifikationen stark durch diese Digitalität getrieben und neue Kompetenzanforderungen, die in den einzelnen Fächern so häufig nicht vermittelt werden können. Und wenn wir sagen, Hochschulen sind da schon ganz gut, in Schleswig-Holstein haben wir da auch eine Plattform für Studierende, wo Future Skills bezogene Kurse sind. In einigen Wahlpflichtbereichen an Hochschulen, vor allen Dingen der CAU zum Beispiel, ist das verankert. Das haben wir schon. Aber es wäre zu schade, wenn dieses ganze Thema Future Skills nur in Hochschulen vermittelt wird. Eigentlich ist das ja ein Thema für alle, für Schülerinnen und Schüler, für Arbeitnehmerinnen, auch einfach für die Bevölkerung, weil wir natürlich von Digitalisierung durchdrungen sind und daher auch einfach uns damit kompetenzbasiert auseinandersetzen sollen. Also warum nicht raus aus dem Elfenbeinturm, wie Anja das ja schon skizziert hat. Dafür gibt es im Land jetzt Geld. Ab diesem Sommer bis etwa 5 Jahre, da werden gefördert die Hochschulen. Die sollen regionale Lernorte aufbauen. Also das heißt, sie suchen sich Partnerinnen und Partner vor Ort aus anderen Hochschulen, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der öffentlichen Verwaltung, aber auch andere Bildungseinrichtungen und werden konkrete physische Orte bespielen rund um das Thema Future Skills. Das wäre natürlich regional schon stark genug, aber
soll zu einer Dachmarke werden. Und zu einer Dachmarke wird es dadurch, dass es natürlich vergleichbar ist. Also wenn ich zu einem dieser regionalen Lernorte in Flensburg, drei in Kiel, einer in Heide, einer in Lübeck, wenn ich da hingehe, soll ich natürlich auch in etwa die gleiche Erfahrung sammeln, ob ich in Flensburg oder in Lübeck in so einen Lernort gehe. Und ich muss es natürlich auch erstmal wissen, wo was ist. Dafür wird es einen digitalen Hub geben, also eine Plattform, die das machen sollen. Das ist zumindest der Ansatz. Oder wenn wir das Gedankenspiel wieder aufnehmen, das war der schöne, gute Gedanke im Jahr 2024. Aber jetzt im Jahr 2029 müssen wir doch ganz klinisch untersuchen, woran hat es gelegen, dass dieser gute Ansatz, Future Skills in die Gesellschaft zu tragen, durch physische Angebote, durch eine vernetzte Plattform, dass das leider nicht geklappt hat. Woran kann das gelegen haben? Mensch, müssen wir mal auf den Patienten gucken. Mutig gestartet. Anja hat das skizziert. 2024, wirklich ein tolles Ziel. Alle waren dabei. Die Mission war folgende. Wir bieten allen Menschen in Schleswig-Holstein kostenfreie, regionale und digitale Lernmöglichkeiten für Zukunftskompetenzen. Why not? Ist doch ein guter Gedanke. Das kann doch eigentlich gar nicht scheitern. Aber wir sind doch womöglich gescheitert an etwas, was auch viele andere Bildungsplattformen, Projekte hat scheitern lassen. Wir müssen uns aber damit beschäftigen, was hätten wir anders machen können. Aber was war wirklich einer der Hauptgründe? Die Angebote waren doch zu akademisch. Ist uns das passiert, was vielen anderen hochschulbezogenen Öffnungsversuchen passiert ist? Mensch, was hätten wir denn machen können? Welche Medizin dagegen hätte uns 2024 geholfen? Was hätten wir besser machen können und was versuchen wir auch? Wir denken, es braucht Angebote zum Anfassen, zum Ausprobieren. Wir sind häufig an Hochschulen natürlich gut darin, quasi zu sprechen, Vorlesungen zu gestalten und das eher auf der verbalen Ebene auszuprobieren. Aber wenn es um Future Skills geht und auch Digitalisierung, ist es doch eigentlich so schön, wenn man das mit Makerspaces, mit kleinen Robotern und viel mehr quasi zum Anfassen ausprobieren kann. Also ist es auch ein Lösungsansatz, nicht einfach Vorlesungen woanders zu machen. Also statt im Hörsaal gehen wir einfach an eine öffentliche Bibliothek oder einen anderen öffentlichen Ort und versuchen das dort. Das wäre womöglich zu wenig. Und was man auch hätte besser machen können, was wir natürlich jetzt auch versuchen, frühere Beteiligung. Häufig gibt es Geld vom Land, dann gibt es Hochschulmenschen, die sich zusammen versammeln und ein Konsortium bauen aus einzelnen Hochschulen oder mehreren Hochschulen und sagen, oh, wir haben da schon einen ganz guten Lösungsansatz und dann wird das umgesetzt. Dann schreibt man einen Antrag, wird genehmigt und raus geht's. Womöglich, und auch der DLC, kann ich jetzt schon verraten, hat es gemacht, 2 Jahre vor abgeschaltete Beteiligungsverfahren mit ganz vielen Beteiligten aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Tja, ein weiterer Grund, warum es dann doch nicht geklappt hat in unserem Gedankenspiel, die Plattform war zu kompliziert. Viel zu viele Köche haben dann doch die Plattform verdorben, aber auch das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht haben. Was können wir also besser machen, was womöglich auch andere Plattformen besser machen können? Und zwar nicht einfach nur technisch drauf zu gucken, sondern auch das Thema UX-Design mit aufzunehmen. Und zwar vielleicht sogar im Antrag auch UX-Expertinnen aufzunehmen. Und nicht einfach nur technische Expertinnen, die das basteln, sondern tatsächlich von den Nutzenden herzudenken. Leichter gesagt als getan. Wir haben das schon immer gelernt mit so Personas und so, aber es braucht natürlich auch das Know-how an Hochschulen. Das andere, LMS ist für uns an Hochschulen selbstverständlich und häufig erwarten wir ja auch, dass das ganz trivial ist, wie Moodle, Elias, StudIP und Co. zu verwenden sind. Vielleicht ist es aber so, dass Schülerinnen und Schüler oder auch Erwachsene, nur weil sie auch vielleicht irgendwo mit Lehrmanagementsystemen konfrontiert sind, nicht automatisch wissen, wie es ist. Deswegen müssen wir es viel besser erklären. Wir müssen viel mehr Hilfestellung geben, wie man digitale Lernplattformen verwendet. Hätten wir besser machen können, aber womöglich machen wir es auch, so wie wir es hier darstellen, besser. Anderer Fehler, über den der DLC gestolpert sein könnte, aus dem Jahr 2029 zurückgebrochen, und zwar Zeiten und Orte passten einfach nicht. Es waren die besten Ideen, die besten Formate, aber ganz konkret nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was hätte man besser machen können? Und in dem Wissen wollen wir es natürlich auch besser machen. Bürgerinnennahe Lernorte.
Das bedeutet, dass wir reingehen dorthin, wo die Menschen sind. Ein konkretes Beispiel aus Schleswig-Holstein ist, es wird Lernorte geben, die zum Beispiel direkt in der Innenstadt sind. In Lübeck, der alte Karstadt, wird zu einem Lernort, der ganz nah dort ist, wo die Menschen einkaufen, wo sie Eis essen, wo sie gerne ihre Zeit verbringen und häufig nicht am Campus auf der grünen Wiese, wo Anfahrtswege sind. Das könnte ein Lösungsansatz sein. Hochschulen sollen also rein dort, wo die Menschen sind. Die Zeiten müssen aber auch passend zur Zielgruppe sein. Es könnte ja der Fehler gemacht, also man könnte ja den Fehler machen, dass die Lernangebote für die Gesellschaft häufig danach nach dem Vorlesungsplan skizziert sind. Oder dann werden Professorinnen und Professoren oder andere Lehrbeauftragte gut das mit ihrem Curriculum und ihren Deputat vereinbaren können. Womöglich müssen wir aber von der Zielgruppe her denken, die wir erreichen möchten. Seien das jetzt Schülerinnen, Schüler oder Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die auch weitere Verpflichtungen haben. Und ganz wichtig, das fehlt natürlich häufig in den, wenn wir nach dem Prinzip Vorlesung nur woanders hingehen, dann würden wir auch die Spielecke, die es auch an den Vorlesungssälen nicht gibt, nicht mitnehmen. Deswegen, wir brauchen eine Kinderspielecke. Ganz, ganz, ganz wichtig, um auch alle zu erreichen. Oh Mensch, so viele Gründe zu stolpern. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Die Angebote waren zu unspezifisch. Manche fühlen sich vielleicht auch an der eigenen Nase ertappt. Tolle Angebote, aber vielleicht die Idee, alle zu erreichen. Also die Lernangebote bei diesen ganzen Öffnungsversuchen von Hochschulen sollen sich häufig an die Gesellschaft richten. Gibt es denn die Gesellschaft oder ist es nicht einfach eine sehr fragmentierte Gesellschaft, die wir so annehmen müssen, wie sie ist? Und konkrete Angebote für einzelne Zielgruppen. Mensch, das könnten wir mit dem DEC ja auch machen. Wir können ganz konkret für Schülerinnen und Schüler etwas entwickeln und vielleicht nicht nur für die Schülerinnen, sondern womöglich auch speziell für junge Mädchen, speziell für manche, die in der 11. bis zur 13. Klasse sind. Und je konkreter wir die Angebote machen, desto besser können wir die erreichen. Und wir wissen an Hochschulen natürlich, was die relevanten Themen sind. Vielleicht sollten wir aber auch nochmal rausgucken aus dem Elfenbeinturm und gucken, was dort aktuell ist. Future Skills nicht einfach nur im Framework nehmen und Angebote gestalten, sondern gucken, was ist denn zum Thema Digitalisierung in meiner Region los? Was beschäftigt Arbeitnehmer und Arbeitnehmer? Und dafür müssen sie beteiligt werden vorab, wie wir es auch im DEC zum Glück vorab versucht haben. Ein letzter Grund, so viele Gründe, dass man scheitern kann, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was hätten wir also besser machen können? Und wir machen das natürlich 2024 auch besser. Die Menschen wussten gar nichts davon. Nur die Hochschule wusste was davon. Oder die ganzen Friends und Family der Hochschulangehörigen. Das können wir besser machen. Und zwar frühe Kooperation mit lokalen Multiplikatorinnen. Häufig sind Hochschulangehörige und auch die Hochschulen schon ganz gut vernetzt. Nur wenn das nächste Hochschulöffnungsprogramm, die nächste Bildungsplattform startet, werden all diese ganzen Multiplikatoren gar nicht immer verwendet. Und das ganze Know-how, wie man die Gesellschaft erreicht, wird gar nicht angezapft. Außerdem denken wir, unsere Kommunikationskanäle im Bereich der Wissenschaft, also LinkedIn und früher Twitter und Co., Mensch, das ist doch bestimmt genau der richtige Weg, wenn wir einfach die bestehenden Kommunikationskanäle verwenden. Womöglich ist das aber nicht so. Vielleicht sind Bürgerinnen und Bürger woanders und lesen Tageszeitung und hören regionales Radio und dergleichen. Und wir müssen uns auch dort an die Zielgruppen richten. Und das Letzte, das war natürlich ein großer Grund, dass wir gescheitert sind. Wir haben es nicht geschafft, die komplexe Hochschulsprache bei der Bewerbung der Angebote auch einfach in einfache Sprache zu übersetzen. Vielleicht kennen nicht alle Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein den Begriff Future Skills. Vielleicht nicht mal Zukunftskompetenzen. Vielleicht müssen wir das in noch einfache Sprache runterbrechen. Ach, wir hätten so viel anders machen können. Zum Glück haben wir uns 2024 damit aber etwas beschäftigt. Anja, wie geht's jetzt denn konkret mit dem DEC weiter? Ja, also was ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist die zentrale Frage, die wir beantworten müssen, ist, warum sollen Menschen die DLC-Angebote wahrnehmen, die DLC-Angebote überhaupt wahrnehmen, wenn sie keinen akademischen Abschluss anstreben? Ne? Also die Studierenden, die erreichen wir ja sowieso, die haben ein Curricula, wo das alles drinsteht, was sie jetzt machen müssen, und die kommen dann. Aber wenn wir Bürgerinnen und Bürger erreichen wollen und die in ihrer Freizeit wahrscheinlich noch dazu bringen wollen, sich weiterzubilden in dem wichtigen Thema digitale Bildung und Grundkompetenzen, dann müssen wir hierauf eine Antwort finden, und dafür haben wir in den nächsten 5 Jahren Zeit. Also,
Kommen wir nochmal da zusammengefasst. Gerade für Leute, die sich vielleicht zwischendurch eingeschaltet haben und gesagt, boah, was erzählen die denn hier von dem Projekt, was total nach hinten losgegangen ist. Das war nur ein Gedankenspiel. Und wir hoffen und glauben und tun alles dafür, dass das nicht zutrifft, was wir am Anfang skizziert haben. Wir möchten natürlich, dass der Digital Learning Campus ein Projekt wird, was wirklich ein Muster sein kann für sehr viele andere Netzwerke, wo wir wirklich die Angebote der Hochschule in die Gesellschaft bringen können und richtig, richtig nah rangehen können. Das wollen wir eben zusammenfassend nochmal tun. Und wir denken, Hochschulen können das, wenn sie ihre Öffnungsstrategien kritisch hinterfragen und nicht einfach nur sagen, ja, wir sind halt eine Hochschule, wir machen euch jetzt ein Angebot, ihr werdet ja schon kommen, weil ihr seid ja froh, überhaupt teilnehmen zu können. Wenn sie die Öffnung partizipativ mit der Gesellschaft gestalten, wenn relevante Themen aufgegriffen werden, die Öffnung nicht zum Selbstzweck erfolgt und die Hochschulen sich lernfähig zeigen. Denn das ist vielleicht auch die wichtigste Message, die wir jetzt im Vorfeld, also wirklich gerade zum Start des Projektes sagen wollen, wir wollen das mit dem DLC erreichen. Ob wir es können, werden wir rausfinden und wir können das sicherlich auch lernen, weil wir als Hochschulen müssen das auch tun. Und das ist das, womit wir dann in 5 Jahren wahrscheinlich wieder melden und dann lachen wir hoffentlich über diesen Ansatz und verstecken ihn nicht, weil er doch eingetreten sein könnte. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, gerne in den Chat und auf den Netzwerktisch gibt es, glaube ich, nachher auch noch eine Möglichkeit.